Hallo Leute, soll ich euch mal was sagen? Ihr habt nicht mehr alle Latten am Zaun und das finde ich super, denn dadurch entstehen die coolsten Fragen für das nächste Frag-Josef-Video und ratet mal, wann das ist. Jetzt! Woo! Ich habe euch auf Twitter mal wieder dazu aufgefordert, mir die kreativsten und verrücktesten Fragen zu stellen und ich muss euch sagen, das Level der Beklopptheit ist um 1 gestiegen, also würde ich sagen, los geht's! Ist es eher nice oder scheiße, auf einem Bauernhof zu wohnen oder aufgewachsen zu sein? Leute, ich glaube, diese Frage ist ziemlich leicht zu beantworten, denn schauen wir uns doch mal Menschen, die aus der Stadt kommen, in der Gegenwart von Bauernhoftieren an. Mama, geht's da zu den Tieren? Ja, du brauchst aber keine Angst haben. Ich bin ja da. Komm schon, wir gehen. Okay. Mama, ich glaube, die in der Schokoladenwerbung haben geschwindelt. Die Kühe sind gar nicht lila. Ach, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das sind ja auch Pferde. Die Kühe sind natürlich wirklich lila. Ja, es ist definitiv viel cooler, auf dem Bauernhof aufgewachsen zu sein. Machst du das Salz von der Brezel runter oder ist das mit? Wer ist denn so bekloppt und isst das Salz von der Brezel nicht mit? Kauf dir keine Salzbrezel, wenn du Salz nicht magst. Das ist genauso wie wenn jemand sagt, na los, komm schon her. Ja, ich komm ja schon. Ja, hier drüben, komm. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hinlaufen soll. Okay, und jetzt bleib genau hier stehen. Okay, hier. Und jetzt öffne deine Augen. Oh mein Gott, ein Auto. Und Dankeschön. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Aber noch die Reifen ab. Ich mag Autos ohne Räder viel mehr. Wie sieht deine Abend- und Morgenroutine aus? Ich habe mich eigentlich immer geweigert, sowas zu machen, aber bitteschön, hier habt ihr meine Morgen- und Abendroutine. Viel Spaß und gute Unterhaltung! Morgens bin ich natürlich erstmal ziemlich müde und schlecht gelaunt, aber dann denke ich an meine tollen Fans und habe sofort wieder ein breites Grinsen im Gesicht. Danach wird es Zeit für meine ausgiebigen Stretch-Übungen, denn ich habe gehört, die sind gut für die Leber. Jetzt gehe ich erstmal ins Bad, denn ich muss mich frisch machen, um natürlich gut für euch auszusehen. Deswegen öffne ich meinen Badschrank und winke ihm zu und schon geht's auch schon ans Zähneputzen, eines meiner liebsten Hobbys. Nachdem ich mich umgezogen habe, gehe ich in die Küche und esse mein gesundes Frühstück. Oh nee, jetzt muss ich auch noch diese scheiß Abendroutine erklären. Super! Abends esse ich Abendbrot, wer hätte das gedacht? Dann gehe ich hoch und putze mir die Zähne, gehe ins Bett und das war's. Tschüss! So Leute, und jetzt geht mal in euch und fragt euch selbst, warum ihr so eine Scheiße sehen wollt. Ich meine, ist doch scheißegal, wie andere ihren Morgen oder Abend verbringen, oder? Was ist daran so interessant? Ist ziemlich dumm von euch. Merkt ihr selber, ne? Was glaubst du, würdest du hören, wenn du Wummes Gedanken lesen könntest? Oh nein. Hallo, Mummi. Oh nein, 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 bitte lass mich in Ruhe. Oh, ah, nicht an die Stelle. Oh, das ist meine schlimme Stelle. Oh, lass mich. Ah, ja, Mummi, es gibt Essen. Oh, es gibt Essen, lecker. Was gibt es wohl diesmal? Nee. Willst du mich eigentlich verarschen? Guten Appetit. Halt deine Schnauze. Was ist dein Lieblingslied von One Direction? If I could fly, I'd be coming right back home to you. Pay attention, I hope that you listen. With your eyes only, show you my heart. I'm missing half of me. With your eyes only, now you know me. With your eyes only. I can feel your heart inside of my hand. I hope that you run for me. With your eyes only, I show you my heart for me. When we're apart, for your eyes only. Was tust du, wenn Mummi auf deinem Bett kackt? Ich verstehe aber nicht, warum ihr mir solche Fragen stellt, weil es eigentlich ganz offensichtlich ist, was man macht, wenn ein Hund auf sein Bett kackt. Ich mache natürlich das, was jeder andere Mensch auch machen würde. Na Mummi, was machst du Schönes? Ja, oh, ich weiß, was du gemacht hast. Was kackst du einfach in meinem Bett? Raus hier! Aber ganz schnell! Okay, sie ist weg. Macht auch jeder andere Mensch, oder? Hast du deine Schwester schon mal angefurzt? Ich glaube, jeder hat seine Schwester schon mal angefurzt, wenn er eine Schwester hat. Mach mal ein paar verrückte Emojis nach.
Hast du ein Postfach? Vielleicht habt ihr das schon so ein bisschen mitbekommen. Ich versuche schon seit Monaten eine Packstation einzurichten, aber irgendwie läuft immer irgendwas schief. Ich bin kurz davor, die Packstation einzurichten, aber trotzdem habe ich jetzt hier schon meine Adresse für euch, wo ihr mir bis zum März alles Mögliche schicken könnt. Und vielleicht ist es dann irgendwann in einem Video drin, wenn es extrem crazy und verrückt ist, so dass ich ein Video draus machen kann. Die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in der Beschreibung. Ich finde, es wird Zeit für Made in the AM, covered by Joey's Jungle. Woo! Seid ihr euch sicher, dass ihr das nochmal sehen wollt? Ja, magst du mal mit Bummel tanzen? Bummel und ich sind sehr gute Tanzpartner zusammen, aber ich muss euch warnen, Bummel ist eine sehr schnelle und flinke Tänzerin, denn sie hat ihren Ursprung in Brasilien und ihr wisst, wie die da tanzen. Faltest oder glühst du dein Klopapier? So Leute, ich möchte jetzt mal eine ernsthafte Diskussion über dieses Thema führen, weil das macht für mich keinen Sinn. Keine Ahnung, wie viel man nimmt, wenn man sein Klopapier zusammenknüllt. Jetzt haben wir hier so einen Toilettenpapierball und jetzt erklärt mir mal, wie man die ganze Kacke von seinem Arsch abkriegt, wenn man das hier daran abstreift. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das macht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sein Klopapier knüllt. Was ist das Krasseste, was du mal zu einem Lehrer gesagt hast? So, das Maß ist voll. Mir reicht es für heute mit euch. Wenn jetzt hier noch irgendjemand quakt, dann kriegt ihr alle eine 6. Quack. So Leute, ich habe mich jetzt zwar wieder ein bisschen abgeregt, aber trotzdem kann ich mir immer noch nicht vorstellen, wie man sein Klopapier knüllen kann und dabei ordentlich seinen Arsch abwischen kann. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch lachen musstet, dann gebt ihr auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Wenn ihr mir auch Fragen stellen wollt, um dann vielleicht auch im nächsten Video zu sein, dann folgt mir auf jeden Fall auf Twitter. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald wieder.